Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der Blums Naturwerkstatt. Bestimmt sind Sie auch gerne draußen in der Natur und erfreuen sich der schönen Blumen und Pflanzen oder skurriler Äste und Zweige oder ganz weicher Moose. Ja, wir Floristen arbeiten sehr gerne mit diesen Naturwerkstoffen und ganz oft entstehen sogar damit die schönsten Produkte. Ich persönlich bin sehr fasziniert vom Efeu. Diese Blätter sind besonders interessant. Sie können teilweise sehr groß und mächtig sein oder sind auf der anderen Seite ganz winzig und klein. Manche sind herzförmig, andere sind schön gebuchtet und haben Zacken. Und wiederum gibt es ganz krause Formen oder auch panaschiert bunte Versionen. Ja, und damit kann man einzeln arbeiten, aber man kann diese Blätter auch so klein gelanden formen. Hier eine kleine Idee, ein Efeublatt wird einzeln aufgewickelt mit Zwirnsfaden auf ein Glas und schon haben wir eine Windlichtidee. Oder eine kleine Vasenfüllung, eine Mini-Girlande aus Efeublättern schmückt hier ein schönes Gefäß. Oder eine etwas aufwendigere, geschuppte Anordnung von Efeublättern. Diese Technik geht recht einfach und wie das genauer ist, das möchte ich Ihnen jetzt schildern, denn wir wollen eine opulentere Tischdekoration erstellen. Für unsere Girlande benötigen wir eine ganze Menge an Efeublättern und eine Rolle Wickeldraht. Als erstes müssen wir die Endstücke formen. Das sind Drahtkugeln, die wir aus einem Stück Draht nun kreschen und immer schön in der Hand rollen, sodass ein kleiner Ball entsteht, der zugleich auch Bremse und Zierde sein wird für die Girlande. Ungefähr so groß. Und davon brauchen wir jetzt genau zwei Stück. Ich habe hier schon so einige vorbereitet. Und als nächstes nimmt man wieder die Rolle Wickeldraht, steckt ein Drahtende durch, zurückziehen, sodass wir jetzt hier eine feste Verbindung haben. Und dann schneiden wir gut 2 Meter ab. Das brauchen wir so circa, um die Girlande jetzt zu werkeln. Die Blätter ordnen wir paarweise an. Dafür legen wir Unterseite auf Unterseite und durchstecken direkt mit dem Draht im Zentrum 2 Blätter. Das machen wir jetzt insgesamt 3-mal. Immer schön aufspießen, zusammenschieben. Und schon entsteht die erste Schuppung. Die nächsten Blätter allerdings, die werden wir rollen. 2 Stück insgesamt. Denn dann entsteht eine etwas spannendere Struktur in der Girlande. Und wir verbrauchen am Ende auch nicht ganz so viele Blätter, weil etwas mehr Platz gewonnen wird. Einfach die Blätter nehmen, ein bisschen einrollen und insgesamt wieder durchspießen. Und danach folgt wieder dasselbe System, 3 Blattpärchen und dann wieder die nächsten 2 gerollten Pärchen. So, jetzt waren wir schon ganz fleißig, haben schon gut 1,5 Meter geschafft. Eine schöne Schuppung ist entstanden, Stiele alle zur einen Seite, Ordnung muss sein. Ja, und jetzt geht es noch weiter. Gut 50 Blätter müssen bestimmt noch auf die Girlande. Und zum Schluss kommt wieder unsere Drahtkugel als Endpunkt. Das Drahtende wird hier so ein bisschen reingezwirbelt, dass alles gut hält. Ja, und schon ist unsere Girlande fertig, aber noch lange nicht unsere Tischdekoration. Und deswegen nehmen wir sie jetzt mal mit und decken unseren Tisch ein. Die Girlande platzieren wir genau in der Tischmitte. Und die einzelnen Blattstiele, die richten wir jetzt allseitig aus. Also das heißt immer so ein bisschen anlupfen und die Stiele dann auf die andere Seite schieben, sodass ein lebendiges Spiel entsteht. Und das Schöne ist, diese Stiele haben ja auch ein wenig Farbe. Manche sind ein wenig rotbraun und damit entsteht eine gewisse farbliche Lebendigkeit. Ja, unsere Girlande ist jetzt gut 1,20 Meter lang geworden. Ja, und diese Blätter sind ja sehr haltbar. Die sind schön lederig und werden jetzt ohne Wasser auch überhaupt kein Problem haben, hier längere Zeit zu liegen. Einige Dekorationen mit Schnecken. Wir legen so ein bisschen die Gehäuse dazu. Kreisrunde Bewegung passt gut zu unserer Kugel. Diese Sachen gibt es im Dekorationsgroßhandel oder auch bei Floristen. Diese leicht grünlichen Schneckengehäuse passen sehr gut zu den grünlichen Efeublättern. Ja, und unsere Sets müssen wir jetzt noch ein wenig mit unserem schönen Geschirr eindecken. Das ist ein sehr schönes, passendes, bräunlich-grünliches Geschirr. Die Gläser dazu. Es gibt leckere Oliven zum Essen.
Besteck. Nun muss noch ein bisschen Farbe ins Spiel kommen. Dafür haben wir kleine Gefäße vorbereitet. Einzelblüte, Eva-Blatt als Dekoration, einige Fruchtstände, ein bunter Mix verschiedener Formen und Farben. Rose, Nelke, alles geht. Ja, nun können die Gäste kommen. Unsere Tischdekoration ist fertig. Ja, und es wird ein romantisches Abendessen für zwei Personen werden. Ich hoffe, ich konnte so richtig Appetit machen auf diese schönen Naturwerkstoffe. Und wenn Sie jetzt so richtig Spaß bekommen haben an diesen wunderschönen Efeugelanden und Naturprodukte, dann empfehle ich Ihnen mein Buch. Es heißt Die Naturwerkstatt und auf 140 Seiten gibt es genauso viele Ideen. Und das ganze Jahr ist abgedeckt, also vom Frühjahr über den Sommer in den Herbst bis in die Winterzeit. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Jahr mit den Naturwerkstoffen.